Viele Menschen leiden unter dem Problem, dass sie falsch denken. Dass sie Denkmuster haben, die nicht dem Wort Gottes und den Verheißungen Gottes gemäß sind. Denkmuster, die sie irgendwann einmal, vielleicht schon in der Kindheit, übernommen haben und die falsch sind. Die sie immer wieder und immer wieder auf den falschen Weg bringen. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Wasser, was einen Weg sich sucht, einen Berg herunter und der erste Tropfen fließt und dann weiter und weiter. Und irgendwann ist es ein tiefer, ausgegrabener Bach, wo es automatisch das Wasser immer herunterfließt. So ähnlich ist das. Beim ersten Mal mag es noch Zufall sein, aber irgendwann ist es wie so ein Tunnel, wo die Gedanken immer und immer wieder in die gleiche Richtung gehen. Aber sie sind völlig falsch. Vielleicht hat man zu dir als Kind gesagt, nur mal als Beispiel, dass du unwert bist, dass du es nicht packst, dass du es nicht hinkriegst. Und das ist ein Muster, was du übernommen hast und was du glaubst und was dein ganzes Denken prägt. Ich schaff's ja sowieso nicht. Das ist falsch. Das ist nicht Reich Gottes gemäß. Das ist nicht das, was Gott über dir ausspricht. Er sagt, du bist sehr wohl in der Lage, das zu tun, denn ich stehe an deiner Seite. Und wie immer dein Denkmuster aussehen mag, ich möchte dich einladen, mit mir zu beten, damit du von falschen Denkmustern frei wirst. Herr, ich komme zu dir als dein Kind und du weißt, wo ich falsch denke, wo ich zugelassen habe, bewusst oder auch unbewusst, dass ich falsch denke, wo Gedanken immer und immer wieder eine falsche Richtung nehmen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du in mein Denken eingreifst und dass ich gemäß deinem Wort denke. Ich möchte dich bitten, dass du mich durch deinen Geist umformst, dass ich gemäß dem, was du sagst, denke. Indem ich so denke, wie du über mich denkst. Indem ich so denke, wie du über Situationen denkst. Und ich bitte dich, dass du in mein Denken hineinkommst und dass das Denken Reich Gottes gemäß wird. Herr, das kann ich nicht alleine tun. Ich brauche dazu die Kraft deines Geistes. Und ich erlaube dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in mir das bewirkst. Herr, ich möchte so denken, wie du denkst. Ich möchte frei werden von allen Gedanken, von Sucht, von Bindung, von falschen Verhaltensmustern, von Dingen, aus denen ich einfach nicht frei werden kann. Ich möchte denken, wie es dir wohlgefällig ist. Herr, und ich bitte dich, dass du mich da hineinbringst, dass du mir dieses schenkst. Ich komme mit leeren Händen zu dir. Ich kann nichts in diesem Bereich mehr tun, aber ich bitte dich, dass du mir übernatürlich hilfst. Im Namen Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, bin ich sicher, dass Gott dir helfen wird, in ein völlig neues Denken hineinzukommen. Es ist wichtig, dass du dich mit dem Wort Gottes füllst, dass du die Bibel liest, dass du das, was dort drin steht, in dein Denken hineinnimmst. Ja? Wenn du sagst, ich bin schwach, dann sagt das Wort Gottes, der Schwache sage, ich bin stark. In Gott. Wenn du sagst, ich bin arm, dann sagt das Wort Gottes, ich bin reich, ich vermag es in Christus. Und so ist das Wort Gottes etwas, was wir dringend brauchen, damit wir richtig denken können, Gott gemäß denken können. Und ich möchte dich dazu auffordern, immer weiter zu gehen, damit du dort in das hineinkommst, was Gott an Denken für uns vorbereitet hat. Das ist ein Leben im Sieg und in der Freude und in der Erfüllung, die er für uns hat. In dem Sinne glaube ich wirklich, Gott hat mehr für dich.